So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Heute in einer ganz besonderen Schlafzimmer-Edition, ne? Das ist Pupsi, nee Spaß, das ist nicht Pupsi, aber das ist Mini-Pupsi. Na, wie geht's? Die wollte unbedingt dabei sein, ich habe gesagt, ich muss mal ganz kurz ins Schlafzimmer und muss mal ganz kurz was aufnehmen. Da kommen die hier reingestürmt, denn eigentlich wollte ich heute Kokosnussstücke testen. Wir gucken ja in letzter Zeit immer Seven vs. Wild. Und was ist das Grundnahrungsmittel der Seven vs. Wild Insel? Kokosnüsse. Die trinken das Kokosnusswasser, die essen das Kokosnussfleisch. Hast du schon mal Kokosnuss gegessen? Dieses weiße Fleisch. Sie hat mich eben schon gefragt, kann man die Schale mitessen? Ich habe gesagt, das weiß ich doch nicht. Das probieren wir gleich mal aus. Kennst du den Fritz Meinecke? Schon mal gehört? Wie gefällt dir der Name Fritz? Oder lieber Otto? Wen magst du mehr, Fritz oder Otto als Namen? Otto? Otto, genau. Otto ist der Boss. Das habe ich hier übrigens, das ist aus dem Kaufland. Das ist K-Klassik. Kartogo, ne? Echt? Kartogo. Was, wie? Das habe ich selbst gemacht. Genau, das habe ich. Da bin ich auf den Baum gestiegen, habe das runtergeholt, habe das dann. Dies Jahreszeit gibt's das nicht mehr auf dem Baum. Doch, das sind Winterkokosnüsse. Marie Marieschen. Riecht gut, oder? Habe ich so gerade rausgemerkt. Also, nein, es riecht nicht gut. Es riecht auf jeden Fall irgendwie nach Bubs hier. Du kannst ja mal eins nehmen, kannst mal da dran rumnuggeln irgendwie und... Ist das jetzt eine Schale, die man essen kann oder nicht? Ich beiße einfach mal ein Stück ab. Vielleicht ist es nämlich keine Schale, vielleicht ist es einfach nur wie eine Art Haut. Ich sehe schon die Kommentare, wie es heißt, Herr Digger, du musst das Weiße rausessen, du kannst nicht das Braune mitessen. Das ist ganz tödlich, dann kommen ja diese Einspielungen unten, die Kokosnussschale ist die giftigste Schale der ganzen Welt, die darf nicht verzehrt werden. Aber irgendwie schmeckt alles wie Stroh, ein Bündel Stroh. Irgendwie schmeckt das nach Kokosnuss? Aber es stinkt. Ja, es ist schon ein bisschen schmierig, weil ich wollte das eigentlich am Freitag schon aufnehmen. Ne, am Donnerstag aufnehmen. Jetzt lag das die ganze Zeit rum. Das muss man halt immer schnell verbrauchen auch, ne? Wenn das hier so gerade alles aufgeschnitten ist. Ja, mich erinnert das ein bisschen an, nicht an Giotto, an Raffaello. Raffaello hast du ja auch diese weißen Kügelchen von Ferrero, die du isst. Mit lauter Kokosraspeln und Zeugs und das wird auch immer mehr im Mund, immer mehr. So richtig Kokos, ganz leicht. Ich habe immer gedacht, Kokos ist richtig übertrieben, aber die machen da wahrscheinlich immer viel Kunst dran an Kokosgeschmäckern bei anderen Dingen. Eine richtige originalfrische Kokosnuss schmeckt wohl nur leicht, ne? Ist nicht so übertrieben. Und hier ist nichts für dich, oder? Oder willst du noch eins? Ja, das darfst du ja doch nicht mal essen, warte mal. Man kann ja mal gucken, wenn man nur das weiße Fleisch probiert. Kennt irgendwie. Ich krieg das nicht hin, das schmiert immer weg. Ja, bei mir geht das auch nicht. Ja. Also nur das weiße Fleisch rausnagen. Ist irgendwie viel komplizierter. Gefühlt fehlt jetzt was, nämlich die Haut. Ich glaube, man kann das mit Haut essen. Da beißt man nochmal rein. Ist bestimmt ein genialer Snack abends zum Fernsehen, wenn ihr Seven vs. Wild guckt. Aber ich glaube, da würde mir das wahrscheinlich nicht nochmal holen. Ja, das ist mir zu speziell. Da lieber die guten Toffifee in der Coconut Edition, denn die sind richtig genial gewesen. Aber egal, das wird trotzdem gegessen, da kommt nichts weg, wird nichts weggeschmissen. Ich glaube, das war es schon wieder von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum Bisa fort, euer Ramses, euer Mariechen, ne? Mariechen. Und ein Grüße an Pupsi, wenn du das siehst. Ich kann nichts dazu. Du hast sie hier reingelassen. Bisa fort, euer Ramses. Hey, ich wollte das machen. Ne? Nein. Ja, hier war das Auto.